Hallöchen und willkommen zurück hier bei Double Wander Kampagne BOL mit einem neuen Video. Wir sehen irgendwas Brutales. Hört sich an wie ein Zerg-Angriff. Und er ist hier, Kerrigan. Die Königin der Klinge. Wir sind wieder auf der Parian. Und Typhus quarzt das mal wieder eine. Sträfling. Ich erinnere mich nicht daran, dir Datenbankzugriff gewährt zu haben. Halte mich nur auf dem Laufenden, Captain. Genau, so macht er das immer. Diese Königin der Klingen jagt wohl allmächtig Angst ein. Ich ein bisschen. Du hast keine Ahnung, wer sie ist, oder, Tychus? Kümmert mich auch ein Scheiß. Jimmy aber schon. Aber Jim kümmert es. Jo, war klar. Sie standen sich nahe. Offensichtlich war sie etwas anderes, bevor die Zerg sie schnappten. Damals. Und verwandelten. Und Jimmy gibt sich die Schuld. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was er machen wird. Sollten wir ihr erneut begegnen. Bei so einer Frau hilft nur eins. Ja, auslöschen. Wegsnipern. So, dann sind wir schon wieder auf der Brücke. Oder kommt noch ein Video? 15 Minuten später wieder auf der Brücke der Hyperion. The good old Jimmy ist wieder da. Und da kommt unsere Horner. Ich hab Tychus dabei ertappt, wie er in unsere Datenbank eindrang und dort nach Informationen über Kerrigan herumsuchte. Ich weiß zwar nicht, welches Spielchen er da spielt, aber wir können ihm offensichtlich nicht vertrauen. Ja, wen kann man schon vertrauen? Wir kennen uns schon seit Ewigkeiten. Und haben schon oft zusammen in der Scheiße gesteckt. Als uns das Gesetz dann am Wickel hatte, hat er die Sache allein ausgesessen, ohne mich zu verpfeifen. Ich habe eine zweite Chance bekommen und er kam in den Knast. Völlig verständlich, Sir. Aber ich schulde ihm einfach was, Matt. Ja, da hat er recht, ne? Wenn er für ihn in den Knast gegangen ist. Wegtreten, Matt. Rainer hat gesprochen. Und wieder 47 Minuten später. Immer noch auf dem Hyperion, der Schiffsmesse. Du hast es bestimmt schon gehört, Rainer. Anscheinend bist du wieder im Geschäft. Sieht ganz so aus. Wir waren nie weg. Und wenn ich gleichzeitig gegen die Liga und die Zerg kämpfen muss, werde ich zwangsläufig weitere Truppen benötigen. Kannst du aushelfen? In Anbetracht der Invasion kontrolliert im Moment das Angebot den Markt. Aber dein Barkeeper da drüben mixt einen verdammt guten Maltai. Also habe ich sicher ein paar Söldner für dich auf Lager. Du bist die Großzügigkeit in Person. Söldner kann man immer gebrauchen. So, was gibt's denn Schönes auf der Messe? Warpicks und Hammer Secures angeheuert. Die kostet 30.000. Zwei Elite-Marodeure, okay. Die haben ja schon 4 Elite Space Marines. Ja, da warten wir noch. Gucken wir mal lieber nach Upgrades. Was will denn Typhus? Haben deine Möbius-Kumpels zufällig mal erwähnt, dass die Königin der Klingen auch hinter diesen Artefakten her ist? Hey, die geben mir nur die Missionen, okay? Naja, und wo liegt überhaupt das Problem? Wenn wir dieses Miststück umlegen, tun wir damit auch allen einen Gefallen. Nur vielleicht ich Jimmy dachte, nicht. Hier kommt's nur auf das Geld an, Tychus. Sprich doch nichts dagegen, dass ich der Menschheit was Gutes tue und dafür sogar bezahlt werde. Genau. So, was ist hier? Manchmal Schiffsmesse, Söldner haben wir ja, okay. Nur haben mittlerweile die bösen Jungs das Sagen. Musik, ich hab's ja eigentlich an, aber wie gesagt, es kommt immer noch nicht. Ich werde mal dann was einsetzen an Musik. So, was kommen die Nachrichten? Vermillion Live. Donny Vermillion meldet sich live für UNN.
Heute Abend werden wir uns mit der berüchtigten Königin der Klingen beschäftigen. Na, dann mal los. Wissenschaftler und Militärexperten spekulieren schon seit geraumer Zeit darüber, ob diese mysteriöse Außerirdische nicht in Wirklichkeit ein verseuchter Mensch sein könnte. Allerdings, Donny. Man beachte nicht auf den Bildschirm schießen. Kann es sein, dass der Anführerin der Zerg ein menschliches Herz schlägt? Was ja, schlägt wichtiger es. Ist, Kate, bedeutet das, dass eine Art Bündnis zwischen Zerg und Terranen möglich sein könnte? Donny, es gab bisher keinerlei Anzeichen dafür, dass Menschen, die verseucht worden sind, ihren freien Willen behalten. Ein gutes Argument, Kate. Dann muss die Frage wohl eher lauten, wie können wir sie töten? Ja, ich glaube, darüber sind wir uns wohl einig. Wenn die Menschheit überleben will, muss die Königin der Klingen ausgeschaltet werden. Na, ob das Jimmy so gut findet. So, da haben wir eigentlich mit allen gesprochen. Neue Upgrades. Wir können neue Upgrades nehmen. Söldner, Schiffsmesse, genau. Wir gucken nochmal ins Arsenal. Da können wir wieder auch was kaufen. So, das haben wir ja schon, das Stimpack. Was gibt's für den? Verlangsamt die Ziele. Macht ihr halt 25 Trefferpunkte. Bunker, Reichweite. Wir nehmen mal die Reichweite eins höher. Und für ein Sunnykind Tech Labor ist eigentlich auch nicht schlecht. Oder halt die. Wir nehmen die Schilde. Ja. Damit die Marines fertig. So, auf zur Brücke und auf zur nächsten Mission. Redstone 2. Okay. Ich habe gehört, der mächtige Jim Raynor sei wieder auf Achse. Ich würde sagen, bei Kasse. Der Planet Redstone besitzt die wertvollsten Ressourcen in der Gegend. Okay, wertvolle Ressourcen, 110.000 Credits. Dreimal Zergforschungen. Leute mit etwas unternehmerischem Geschick konnten dort großen Profit machen. Ja, wir haben auch geschickt. Oder die Evakuierung. Wir machen mal die Evakuierung, was soll's. Los geht's. Ich danke Ihnen tausendmal, dass Sie auf unseren Hilferuf geantwortet haben. Da habe ich noch nicht alle Erfolge. Ich bin Dr. Ariel Hansen und ich vertrete die Menschen der Agria-Kolonie. Und auch brutal wird es dann echt schwer, die zu bekommen. Wie ist die Lage? Die Zerg haben unsere planetaren Verteidigungsanlagen vernichtet. Die Kolonie ist verloren. Während der letzten 12 Stunden war es uns noch möglich, Menschen zum nächstgelegenen Raumhafen zu evakuieren. Aber die Angriffe der Zerg sind mittlerweile so heftig, dass wir niemanden mehr durchbekommen. Das werden wir schon hinkriegen. Wenn Sie und Ihre Leute die Straße sichern, dann können wir damit beginnen, alle paar Minuten die restlichen Flüchtlingsgruppen loszuschicken. Hier gibt's Ressourcen-Packages, die kann ich einsammeln. Ihre Leute in einem Stück zu diesem Raumhafen. Da gibt's dann vielleicht einen Boost. Die Zerg sind schrecklicher, die extra Ressourcen. Als ich mir hätte vorstellen können. Müssen wir mal gucken auf Brutal, wie das wird. Ich glaube, ich brauche noch kein Konvoi darf sterben und ich darf keine Gebäude verlieren. Und das auf Brutal. Puh. Das wird tricky. So, Feuerfresser, die Tierung Ressourcen. Da gibt es die ersten Ressourcen. So, und weggeschossen. Mit ihren Flammenwerfern können wir den Zerg ordentlich einheizen. Feuert mal. Und tot sind sie. Da sind noch ein paar. Ja, nee, das reicht. Die sind echt gut gegen die Linge. Eine Sanität ist gestorben, das gibt's ja gar nicht. So, hier haben wir nichts weiter. So, Missionsziel erreicht, Etappenziel. Gott sei Dank, dass Sie hier sind. Ich übertrage Ihnen die Kontrolle über die Hauptgebäude, dahin. Damit Sie uns bei der Evakuierung der Kolonie helfen. Bauen. Wo sind irgendwo Minerals? Da sind Minerals, einmal frei. Ich bin ganz an Bord genügt. Müssen wir hier vorgucken, ob wir irgendwo noch was finden. Wir brauchen schnell viel mehr. Direkt dazu, oder ein Depot. Bunker zur Verteidigung der Straßen einzurichten. So dahin, wenn du fertig bist, dahin. Warum sind sie leer? Die Liga hat sie in dem Moment aufgegeben, als die Zerg angegriffen haben. Das Schicksal der Kolonie hat sie nicht weiter gekümmert. Hier ist noch ein bisschen was. Tut mir leid, das zu hören, Doc. Wenigstens da ist noch ein bisschen was. Okay, da brauchen wir Truppen. Sehe zu, dass sie bemannt werden. So, das läuft. Hier können wir so eine Elite-Picks den ganzen Weg zum Raumhafen begleiten. Sonst haben sie keine Chance, diesen Planeten dran. Rechtzeitig zu verlassen. Können wir nämlich mehr Truppen bauen. Nicht genug Floralien. Und noch ein paar mehr WBFs. Der erste Konvoi wird demnächst Lux Crossing verlassen.
Dann brauche ich mir noch ein paar Minerals, dann wird das echt knorke. Oh, das sind Minerals. Kann ich noch ein paar davon bauen und ein paar Heiler. So, noch ein Heiler kommt. Upgrades kann ich ja noch nehmen. DBS brauche ich auch noch mehr. Das sind zu wenig. Jetzt können wir hier ein paar Marines bauen schneller. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Die haben jetzt auch Schilde mittlerweile, das heißt nicht mal Lebenspunkte mehr. Nicht genügend Mineralien. Dann brauche ich noch ein WBF. Und theoretisch schon wieder als nächstes ein Depot. Nicht genügend Mineralien. Muss ich auch noch gucken nebenbei. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend. So, jetzt haben wir ein paar Jungs. Wir stehen ihr beiden hier rein und gehen wir da rein. Nicht und mehr Marines. Nicht genügend. Haben wir nichts? Okay, kommt nichts. Alle raus. So, Jungs, vor mit euch. Wir bauen noch ein paar mehr Truppen. Heilung rein. Du dahin. Das geht hier vor, nicht dass etwas kommt. Nicht genügend. Basis wird angegriffen. Hier, die Basis wird angegriffen. Die Bäume dürfen wir auch nicht verlieren. Echt böse. Alle ausladen. Benötige nicht genügend Mineralien. So, das haben wir. Wo sollten wir eigentlich erstmal alles haben? Das heißt, wir brauchen hier oben auf jeden Fall ein WBF. Und wir brauchen mehr Depots. Wir müssen jetzt sozusagen schnell die Karte erkunden, um mehr Minerals zu finden. Und wenn ihr fertig seid, könnt ihr irgendwo da hingehen, Jungs. Worauf soll ich ballern, Sir? Ist ja noch irgendwo, sehe ich nicht. Okay, dann gehen wir hier schnell rein. Ist ein weiter Weg zum Raumhafen, Partner. Wie sollen wir den komplett überwachen? Wir können die Route mit mobilen Truppen freihalten oder mehr Bunker bauen, um die Zugänge zu blockieren. Sollte beides funktionieren. Der nächste Konvoi ist gleich bereit zum Aufbruch, Commander. Bitte sagen Sie Ihren Leuten Bescheid. So, was gibt's hier noch Schönes in der Ecke? Oh, viele Minerals. Aber auch Wählinge. So, dann könnt ihr alle nochmal hier vorgehen. Brauchen mehr Depots. Jetzt haben wir genug Minerals bekommen. Können wir noch ein paar Barracks bauen. Und Upgrade-Gebäude. Haben wir das schon mal erkundet? Wir könnten hier bei Erwo noch heilen. Los, Bewegung! Noch was? Wo ist der WBF hin? Abmarsch, wer das eigentlich reparieren soll. Darf sonst noch was sein? Reparier doch mal bitte. Worauf soll ich? Hier geht hier rein, da kommt noch ein WBF hin, der repariert. So, WBF hier hin, reparieren. Ihr könnt hier heilen, noch ein paar Marodeure dazu, ihr geht hier davor. So, sieht schon mal bis jetzt noch gut aus. Nehmen wir heilen bitte. Nicht genügend Mineralien. Die purzeln wir alle weg. Ihr geht schon mal hier rein. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Ihr geht schon mal hier rein jetzt, Jungs. Danke. Worauf soll ich ballern, Sir? Weil da kommen bestimmt auch gleich welche. Jo, da kommen sie nämlich schon. Schnell töten. Der Konvoi ist in Gefahr. Auf sie, Jungs! Bereit machen, Jungs! Seht hier! Den auf! Wenn wir einen verlieren, ist nicht schlimm. Ich darf nur kein Bunker verlieren. Worauf soll ich ballern, Sir? Und wie gesagt, das Fahrzeug nicht. Die Kolonisten werden angegriffen. Wir müssen sie retten.
Das brauchst du nicht reparieren. Aber es geht anscheinend auch. Das ist schon mal gut zu wissen. Dass man das auch reparieren kann. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Was ist denn los? Hier sollte dann nach wieder hier hingehen. Kommen wir die Post. Okay. So, hier nur noch mit rein. Nein. Du mit rein. 6 Stück, das wird reichen. Hier ist wieder so ein Dings natürlich. Holen wir uns jetzt das Teil noch. Da haben wir schon nur 2 von 3, das passt. Hier können wir upgraden, Dienstgas rein, Dienstgas rein, mehr Moradeure dazu. Nicht genügend Mineralien. Verstanden. Und mal schnell das Teil hier holen. Mensch, die Schaben, die halten was aus hier, ey. Ich hab doch Depots gebaut, schon wieder Depots, ich brauche nur Depots. Ich bin ja nur am Depot bauen. Ja, baue ich doch. Los, komm, noch ein Depot. Danke. Lasst uns hier nicht zurück! Worauf soll ich ballern? Ja, machen wir doch nicht, ist alles schick. Wir können ja noch ein Raketentürmchen bauen. Falls doch mal Mutas kommt. Nicht genügend Mineralien. Das Range Upgrade ist auf jeden Fall echt gut. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Dadurch schießen die so weit die Bunker. Und wir haben gleich das 1-0 durch. Nicht genügend Mineralien. Können wir eigentlich noch einen Bunker bauen? 2 Bunker wird halt echt alles wegschießen. Wir bauen noch einen Bunker. BBF einsatzbereit. 2 Roaches sind okay, die kommen nicht an. Durchgeladen und entsichert. Worauf soll ich ballern, Sir? 2 Roaches sind schick. Die tun wir nichts. Und hier vorne die nächste Welle, die wird schon ein bisschen kritischer. Bauen noch nach hinten sichern. Gebäude lebt noch, da kommt Muta. Ja, alles schick. Sieht wieder gut aus, wir brauchen mal die Post wieder. Schlechte Neuigkeiten? Depot. Hallo, mein Depot. Danke. Ich bin schon unterwegs. Kommt noch was? Und wir bauen noch ein Luftabwehrtürmchen. Hier bauen wir noch einen Bunker mit hin. Mehr hilft immer. Sammeln uns kurz voll und können dann nochmal hier lang gucken, ob hier irgendwas Schönes noch ist. Aber es ist halt die Gefahr auf Boomlinge und die machen halt Aua bei Marines. Feuerfresser, ich wollte lieber Marauder und noch ein paar davon. Sir, wir haben gerade Zerg-Organismen geortet, die in die obere Atmosphäre eindringen. Ich habe keine genauen Positionsdaten, aber sie sind auf dem Weg zu ihnen. Das heißt? Ein weiterer Konvoi benötigt Geleitschutz, Commander. So, hier können wir erstmal safe sein. Nicht genügend Mineralien. Wir brauchen mehr Marines, Sir. Das können wir eigentlich wegmachen, das Tech Lab. Das Tech Lab hier weg, das geht gar nicht. Könnte ich noch eine neue Barrack bauen. Und brauche eh mehr Depots. Das gefällt mir, hier das gefällt mir noch gar nicht. Brauchen wir noch mal einen Bunker. Benötige weitere Depots. Nicht genügend Mineralien. Und noch mehr Depots. Alle da, es kann losgehen. Und der nächste wird losgeschickt. Benötige weitere Depots. Nicht genügend Mineralien. So, mal gucken, wie lange das hier hält. Hier sieht hier schon Mutas kommen. Kommt noch was? Oder kommt schon irgendwas? Ich kümmere mich drum. Den haben wir getötet. Nicht genügend Mineralien. Hier komm ich!
marschbereit. Verstanden. Drop-Pods kommen also. Roger! Ganz kaum noch, aber los! Bereit machen, Jungs! So, das macht ja nicht viel. Oh, das macht viel. So schnell noch ein paar Dings bauen. Nicht genügend Mineralien. Jetzt geht's rund. Freilich losgeladen und entsichert. Ja, das linktechnisch geht das. Jawohl. Kommt noch was? Ja, hier muss man noch den Bunker füllen. Benötige weitere Depots. Benötige weitere Depots. Hier brauche ich noch ein neues Robot Typi, der repariert. Nicht genügend Mineralien. So, der ist auch entkommen. Das haben wir alles. Es dürfen keine Kolonisten sterben. Es ist echt gut. Der lebt noch. Da oben muss ein neuer hin. Oder oben mal gleich zwei noch. Dann haben wir hier noch welche übrig. Hier können wir jemand ran. Und du bist da okay. Mehr Marodeure. Jetzt wäre das Low-Upgrade für die Marodeuren echt Gold wert. Aber haben wir nicht. Sir, ich orte gerade seismische Störungen, die sich auf sie zubewegen. Warum? Es scheint sich um eine Art Tunnelgräberzerg zu handeln. Nein, das möchte ich nicht. Na wunderbar. Damit auch ja keine Langeweile aufkommt. So, dann bauen wir noch ein Türmchen. Wir haben es fast geschafft, Commander. Ein weiterer Konvoi wird demnächst aufbrechen. Dürfen eigentlich genug Marines haben. Dann viel zu viel Gas. Ihr könnt ja aus dem Gas raus. Brauchen kein Gas mehr. Und mehr Minerals. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend und nicht genug Depots. Du brauchst noch ein Depot. Losgeladen und entsichert. Du brauchst noch ein Depot. Nicht genügend Mineralien. Kannst kaum noch erwarten. So, Depot kommt, zurück. Hier sieht's safe aus. Ihr müsst reparieren. Mineralienfeld erschöpft. Sechs Mann da oben rein. Worauf soll ich? Ist die Straße auch sicher? Schätze, wir werden es herausfinden. Matthias ist sicher. Nicht genügend Mineralien. Geht schon. Nicht genügend Mineralien. Er muss reparieren. Ihr geht alle dahin. Befehle erhalten. So, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht okay aus. Gas brauche ich erstmal nicht. Die könnte ich mir noch holen. Wo schmeiße ich denn die hin? Mineralienfeld erschöpft. Jetzt geht's rund. Achso, die kommen da einfach. Abmarschbereit! Durchgeladen und entsichert! Worauf soll ich warten? Kann's kaum mehr! Da kommt die Elite Space Marines. Wir müssen hier mit vorrücken, Jungs. Nicht genügend Mineralien. Er muss geschützt sein von euch. Kommt noch was? In Ordnung! Los, los, los! Der Konvoi ist in Gefahr. Auf sie, Jungs! Oder um? Hab ich denn die 6 Marines hingesteckt? Marines rein, los jetzt. Ich will doch nichts verlieren. Befehle erhalten! Bereit machen, Jungs! Sieht recht gut aus, da wird geheilt, hier habe ich nichts verloren, keine Gebäude verloren. Und noch kein Konvoi. Hallo, lässt die Basis jetzt mal in Ruhe hier. Noch zwei Kolonisten, jawohl, fertig. Das waren die letzten. Los! Ja, und weg damit. Wenn ich jetzt die Marines mit in die nächste Mission nehmen könnte. Aber dank ihnen sind wenigstens meine Leute noch am Leben, Commander. Gucken wir mal, ob wir alles geschafft haben auf brutal. Obwohl wir es vielleicht nur bei normal oder schwer hätten durchspielen müssen. Die Erfolge.
So, Hammer bekommen. Auch auf brutal geschafft. Das wäre auf normal gewesen und das wäre auf schwer. Naja, was wollen wir mehr? Und dann noch die ersten 5 Missionen alle auf brutal durchgespielt. Missionszeit 22 Minuten. Ich würde sagen, wir sehen uns in Endcard. Bis dahin. Tschüssi, euer Rob. Es gibt keine Endcard. Sorry.